Meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf Doggy3DL. Wie geht's euch, meine lieben Freunde? Seid ihr auch alle gesund? Seid ihr auch alle munter? Ja, Freunde, letzte Woche gab es wirklich ziemlich viele Beef-Geschichten. Kollega gegen DJ Arrow, Flair gegen Bones und es geht, glaube ich, immer noch weiter, Flair gegen Bones. Aber natürlich darf man den Beef zwischen Manuelsen und Azad nicht vergessen, ja. Und zwar haben viele Leute aus dem Internet geschrieben oder haben sich ein wenig beschwert, das würde wohl ein Fake-Beef sein. Also zum Thema Fake-Beef, Freunde, will ich mich dazu nicht äußern. Ich will da nicht irgendwie einen Shitstorm bekommen oder sonst was. Ich sag nur eins, Freunde, es gibt ein kleines Statement von Manuelsen dazu. Wir gucken uns das mal gemeinsam an, Freunde. So, in dem Post steht drinne, guckt mal, ich sage euch das letzte Mal, dann ist es auch Schluss. Wir sind keine Kinder, wir haben es nicht nötig, für euch ein Kasperle-Theater zu veranstalten. König im Schatten und Drecks GmbH haben ihre Sachen immer gerade gerückt. Immer, auch wenn es nicht immer einsichtlich oder ersichtlich für jeden ist. Ja, keiner ist aus Streit, Beef oder sonst was berühmt geworden. Kann man sich so eine Meinung von bilden. Wir lieben Musik, so wie es sein soll. Unser Kodex ist Schweigen. 16-Jährige im Internet zu beeindrucken, überlassen wir anderen. Okay. Die, die uns kennen, wissen, Ruhrpott war schon immer die Endstation und wird es auch bleiben. Keiner hat uns und wird auch nicht unsere Gesichter runtermachen. Nur über unsere Leichen. Interpretiert da jetzt nichts Besonderes rein. Merkt euch das. König im Schatten, meine lieben Freunde, ja. Es ist nicht professionell geschrieben, Freunde, aber man kann sich das auf jeden Fall so vorstellen. Es war ein kleines Statement, dass er gesagt hat, okay, dieser Beef war echt. Im Internet sagen viele Leute immer irgendwas, aber glaubt nicht immer alles, was im Internet ist. Meine lieben Freunde, das war das kurze Statement zu der Geschichte. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde, und wir können uns gerne immer wieder solche Themen gerne anschauen. Wir sind hier eine sogenannte Rap-Ortagen, bla bla bla, Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut. Peace.